der Morgen von Tag 7. Wir sind so weit im Saal drin, wie wir nur sein können. Letzte Nacht haben wir zum ersten Mal Polarlichter gesehen. Nur kurz, aber um 1 Uhr ungefähr. So, der Plan für heute ist, hier die Zelte stehen zu lassen. Und der Fabio und ich, wir versuchen, hier hinten einen über 2000 Meter Gipfel mitzunehmen. Wir wissen noch nicht genau, ob wir hochkommen, weil normalerweise läuft man über einen Gletscher rauf und wir haben kein Gletscher-Equipment dabei. Und zwar sind wir jetzt genau hier und hier einen von den Gipfeln würden wir gerne machen. Und normalerweise läuft man hier diesen Gletscher lang und geht dann da auf die Kämme hoch. Na, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Wenn nicht, ist auch nicht wild. Apropos Sebi, da hockt er und macht den feinsten Natural aus Panama. Und die Boys, die pennen noch. Oder tun zumindest so. Gehen wir doch über den Gletscher. Hey, erstmal über die Brücke. Falsche Richtung losgeeiert. Ja. Ach, hier sind nur übel steilen Schneefeld. Und hier geht's hoch zum Schlussanstieg. Alter Schwede. Was ist da? Absolut. Die Skiabfahrt. Extra mild. Und weiter geht's. Da wir letzte Nacht so geil die Polarlichter gesehen haben, haben wir uns jetzt heute im Wecker wiedergestellt auf 12 Uhr und schauen, ob wir die nochmal sehen.
Der Sebi fightet. Ich würde da eher ein bisschen schräg hochgehen, nicht so gerade, oder? Aber hey, da Junge. Fuck, 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 er ist drin. Er schwimmt einfach. Scheiße, Sebi! Junge, jetzt muss er rüber schwimmen. Oh man. Aber er hat es geschafft. Üble Flussüberquerung. Genau hier sind wir rüber. Hier so schräg rübergequert. Der Sebi ist weggeschwommen ein kurzes Stück, aber bei dem passt wieder alles. Der hat sich gefangen am Ufer. Die Jungs laufen schon weiter. Abi humpelt da vorne. Der hat sich einen fiesen Cut ins Schienbein geholt, bis zum Knochen. Den haben wir jetzt so gut es ging verarztet, getaped, haben ihm das Gewicht abgenommen. Und der Phil und ich sind zum Glück einigermaßen cool da durchgekommen. Okay, der Plan ist jetzt, wir wollten morgen eh einen Ruhetag machen. Jetzt schlendern wir hier langsam, wie es beim Fabi geht, im Bein, bis wir einen guten Zeltspot finden. Und dann bauen wir da einfach auf und ruhen uns aus. Da vorne sind sie, die Jungs. Mit dem kaputten Bein vom Fabi und dem nassen Sebi. Wir sind 5 Kilometer weitergelaufen und haben hier unsere Zelte aufgebaut. Heute haben wir nur eine Aufgabe, hier den Fluss zu queren. Und dazu bauen wir jetzt erstmal die Zelte ab und drüben wieder auf und chillen dann weiter. Also, auf geht's! Fertig! Tag 11 und Regen.
Das Sebi. Ja, wir haben jetzt beschlossen, dass wir so schnell wie möglich nach Quickjog durchgehen, wegen Fabi seinem Loch im Bein, damit er das beim Doc verarzten lassen kann. Außerdem regnet es. Und die Gefahr, dass wir heute keinen Sonnenbrand kriegen, ist einfach zu gering. Wahrscheinlich die letzte Nachricht, weil der Akku meinem Handy gerade voll geht. Wir sind auf dem Rückweg nach Quickjog, versuchen durchzuhauen. Es sind noch 30 Kilometer von hier, damit der Fabi sein Bein verarzten kann. Das Wetter ist leider beschissen, aber nach ungefähr 10, 11 Tagen geilem Wetter musste er.